Wir sind wieder zurück bei jetzt muss ich gerade rülpsen davon, weil ich. Oh, ich trinke seit Tagen diese Waldmeister. Nicht von SodaStream, sondern es gibt von Sünner, Brauhaus Sünner, kennst du gar nicht. Das ist ja so in Köln. Mhm. Und da gibt es so eine Waldmeisterbrause, die ist so gut. Oh. Waldmeisterbrause klingt aber auch nach Diät. Das ist sehr low carb. Ja, die ist mit natürlichen Zusatzstoffen. Mhm. So. Die sind aus natürlichen Chemikalien gegoren. Nein, ich weiß es gar nicht, aber das ist wirklich so ein bisschen, ich glaube, da ist so sehr, sehr öko und mit irgendeinem so gesunden Zucker. Nicht gar, oder vielleicht ohne, ich weiß es nicht. Jedenfalls las es sich sehr gesund. Und es schmeckt leider sehr gut. Und ich hatte Geburtstag, deswegen durfte ich das. Was hattest du? Geburtstag, Tom. Ah, Geburtstag. Sehr gut. Ja, leck mich doch am Arsch. Am Arsch. So. Du Dreckigen. Schön. So. Wie noch im Stream dazu aufruft, irgendwie. Ja, ja. Schreib mal zum Geburtstag. Ja, es hat auch voll gut geklappt, Mann. Ja, habe ich gemerkt. Aber mein Twitter ist eh explodiert. Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr los war. Wir wollten dich ja im Stream eigentlich auch noch anrufen, aber du hast dein Handy aus. Nee, das war nicht aus. Ich habe es einfach nicht gehört, weil ich tatsächlich noch bis in meinen Geburtstag rein Far Cry 5 aufgenommen habe. Bis 2 oder 3 Uhr morgens habe ich noch aufgenommen. Und dann habe ich noch Tati ein bisschen. Was denn? Pünktlich 12 Uhr hast du Schluss zu machen. Was ist das denn? Nee, geht's du weißt noch? Doch, die Zuschauer, Tobias, die Zuschauer, oh, die bitte, hör doch auf. Ja, weil meine Zuschauer es einfach wert sind, Tobias. Alter. So, was haben wir denn hier? Das Eisen wird langsam. Nice. Also Eisenmine technisch läuft hier gut. So. Läuft bei dir. Ich werde gleich richtig fett die Umwelt verpesten. Tust du das? Ich veröffentliche ein Foto von mir auf Facebook. toll. So, und Erde haben wir gleich auch wieder ein bisschen. Du brauchtest ja, ne? Jetzt, ich habe mir unten was aus dem Storage geholt. Ah, okay. Aber da kann man ja wieder auffüllen jetzt. Kann ich da vielleicht was reinprummeln, aber ich werde die Erde hier, glaube ich, dafür nehmen. Huch, die Erde hier werde ich dafür nehmen, oben so ein bisschen aufzuschütten. Damit wir ein bisschen, ja, guck mal, wir ein bisschen schön die Natur optimieren. Schäbige Natur einfach. Apropos Natur optimieren, letzte Folge hatten wir ja Katja im Interview. was gibt's denn noch für Skandal-YouTuber? Über wen können wir dann heute mal ein bisschen erzählen? Wir üben schon mal für einen Podcast. Wir müssen da gucken, wie die Kommentare der letzten Folge ausfallen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir natürlich jetzt schon mal üben. Wie wäre es denn? Also ich bin ganz ehrlich, ApoRed habe ich zu wenig Ahnung von. Und ich glaube, ApoRed ist auch im Internet eher eine Kunstfigur, als er wirklich privat ist. Das Problem, was ich mit ApoRed habe, ist, dass er in seinen Let's Plays eigentlich echt super sympathisch rüberkommt. Ja, sage ich ja. Und der andere ApoRed macht halt so ein bisschen auf, weil es natürlich bei den Leuten gut ankommt, die noch keinen Schulabschluss haben. Und wahrscheinlich auch nie einen kriegen werden. Ja, das meine ich in beiderlei Sinn. Natürlich einerseits, weil sie auf einen hinarbeiten und andererseits, weil sie Chance verpasst haben. So. Das war aber sehr politisch korrekt ausgedrückt, Erik. Respekt. Ja. Das ist ja auch eine Zielgruppe halt. Oh, das Lager ist voll. Das ist tragisch. Jetzt nehme ich erstmal ein bisschen Erde. So. Und dann habe ich jetzt 10 Erde auf der Schaufel und buddel mal oben die Löcher zu. So. Das war. Hä? Hier ist Eisen im Loch. Bitte was? Da ist Eisen im Loch, Tobi. Ich weiß auch nicht genau, wie das da hinkommt. Oh, ich hab schon wieder Hunger, ey, das gibt's doch gar nicht. In-game oder out-game? Beides. Ja, grundsätzlich immer beides. Was ist da los? Wo kann ich mir denn mal was zu schmakulieren rausholen? Meckes. Alles klar, würde ich nehmen. So, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Wo war denn hier noch ein Loch? Es gibt so viele Löcher, die ich stopfen muss, Tobi. Nee, Katja Krasowitz hatten wir letzte Folge. Ach so. Gut, aber da mache ich mir keine Sorgen. Über wen könnte man denn noch reden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Gut, Tanzverbot ist ja jetzt schon fast wieder raus aus dem Hype, leider, oder? Nee, Tanzverbot. Ich finde Tanzverbot, ganz ehrlich, hat man immer so vermutet. Ist nicht ganz so, wie er sich gibt. Spielt halt auch so eine Rolle. Ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe? Spielt halt auch so seine Rolle. Und macht es ziemlich gut. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, Tanzverbot, wirklich 180-Grad-Drehung, ich feiere ihn mittlerweile, muss ich jetzt sagen. Ja, ich auch. So,
Und ich weiß, früher war es natürlich so ein bisschen einfach provokant und lalala, wie es halt so ist, so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, kennt man ja. Ist jetzt auch nichts Schlimmes per se, um Gottes Willen. Aber inzwischen ist es so, was ich an Tanzi mag, ist einfach, der sagt sehr unverblümt einfach mal zu verschiedenen Dingen seine Meinung. Ja, so. Und er hat die Meinung und er sagt sie einfach. Das finde ich auch sehr, 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 sehr gut tatsächlich. Genau, genau. Aber auch vertritt sie auch sehr deutlich, in sehr deutlichen Worten, die ich, ich mag das einfach dazu zu gucken. Ja, das stimmt. Ist nicht mein Konzept. Also bei mir, ne, oder bei uns sind ja eher so Let's Plays an der Tagesordnung. Jetzt, wieso kriege ich den Schmutz noch nicht mehr? Jetzt. Deswegen wird man bei uns sowas, glaube ich, eher nicht finden, glaube ich. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, ja. Weil ja viele mal sagen, ja, Tanzverbot, nur weil er Ansagen gegen Montana Black gemacht hat und Co. wird er dazu bekannt. Aber ganz ehrlich, wie willst du denn heutzutage auf YouTube mit normalen Videos, sag ich jetzt mal, überhaupt noch Reichweite generieren? Es geht ja gar nicht mehr. Wenn du heute neu anfängst, ich werfe mal in den Raum, Superlativ. Machen mit qualitativem Content, natürlich auch, es ist auch wieder YouTube-Kritik letzten Endes, aber auf eine andere Art und Weise. Halt nicht, ey, der Spast hat gesagt, sondern halt wirklich sich damit auseinandersetzen, sich ne, so ein bisschen differenziert damit auseinandersetzen. Das mag ich ganz gerne an Superlativ. Kenne ich aber zum Beispiel auch nicht. Boah, musst du gucken. Also ist super, super interessant auch. Und kritisieren sich aber auch selbst zum Beispiel. In der Rolle des Kritisierers, dass man irgendwann so in diese Ecke kommt, macht man Kritik nur noch der Kritik wegen zum Beispiel. Einfach nur noch, um Content zu haben auf seinem Kritik-Channel. Ein Problem, was, glaube ich, sehr viele YouTuber haben, die zum Beispiel diese Kritik-Videos eben machen immer. Okay. Ja, ja, ja. Und das, diese Selbstreflexion muss man erstmal haben. Die fehlt zum Beispiel da vielen. Generell Selbstreflexion auf YouTube ist, glaube ich, hat er Krankheit? So, ist. Tobi, kann ich in einer Kindertagesstätte wieder Spielzeuge in den Ofen werfen? Probier's mal. Es kann sein, dass er dir sagt, dass das Ding oben voll ist. Dann musst du einen Moment warten. Ich muss das Rohr noch eben machen. Okay, okay, okay. Ich habe auf jeden Fall, ich komme hier gerade rum mit Rainbow Tours. So. Weißt du was? Ich nenne Rainbow Tours mal ganz kurz um. Rainbow Reisegruppe hier. So. Dann passt es eigentlich auch besser zum Thema. Da zeigt die Schrift nicht. Dieser gruselige Typ, der hinter jedem Baum steht. So. Ich muss ja gucken, dass du die Kinder auch gut behandelst, Erik. So. Es geht um die Kinder. So, warte. 70. Ich kann 70 Eisen reinballern. Wir machen jetzt richtig viel Eisen, Tobi. Wir brauchen das gar nicht, aber darum geht es ja auch gar nicht. Wie sieht es mit der Air Pollution aus? Geht das ja, wieder deswegen, einigermaßen? Oh Gott, hat sich beruhigt. Okay, ja, dann wird das gleich wieder eskalieren. Oder was ist denn, wenn es lila ist? Ist das noch schlimmer? Nee, gelb ist immer schlimm. Okay, soll ich nochmal oben aufmachen, dass du es deinen Zuschauern auch mal zeigen kannst? Oh, na, oh warte mal, jetzt habe ich Iron Ingot gerade gesammelt. Iron Ingo. Ich drücke mal auf Collect und nicht auf... ich pack's mal in die Kiste. Mhm. Brauchst du Eisen? Ja, bestimmt gleich. Hau rein. So. Okay. 10 Minuten dauert das. Das ist die erste Ladung Eisen. Ich habe da noch viel mehr am Stizzle. Und Gold habe ich auch noch auf Lager tatsächlich. Das muss ich auch nochmal loswerden. Dann lagert das nicht bei mir so sinnlos in der Gegend rum. Oder wir machen hier vielleicht mal so ein Rohstofflager. Einfach irgendwo hinter oder unter dem unter der Kindertagesstätte. Ich habe hier oben gerade frischen Dings hingesetzt. Hier so ein. Das müsste eigentlich von der Connection her reichen. Muss ich mal gucken. Also du kannst auch nicht alles bei dir ins Lager packen natürlich, weil das klumpt sich ja irgendwann zu, gerade wenn wir Rohstoffe sammeln. Oder so. Ich mach hier hinten. Na, hier hinter ist aber scheiße, oder? Hm. Hast du auch einen Lagerplatz für Scheiße? Kindertagesstätte. Achso, ja, okay. Macht ja Sinn. So, irgendwann hat seinen Wagen hier direkt auf dem Weg stehen lassen. Widerliches Verhalten. Ehrlich, was machst du denn da? Macht dann einen Führerschein und parkt mitten auf der Straße. Ja klar, aber da werden die auf dem Gehweg parken. So. Toll. Dann auf der Autobahn. So, Fleisch klöppelt immer noch. Wie sieht's hier aus? Nee, das war hier, glaube ich, ne? Ich blick hier gar nicht mehr. Ach, die Salate wollte ich abholen. Stimmt ja. Dann hole ich mal kurz die Salate. Was hast du mit meinem Wagen gemacht, Alter? Gar nichts. Ich habe den beiseite geschoben. Erik, guck dir das mal an, bitte. Was hast du mit meinem Wagen gemacht? Hä? Sag mal. Ist das lustig? Das war ich gar nicht. Das war ich gar nicht.
das aussieht, Alter! Ja, das sieht aus wie eine Ameise und ein Grashüpfer! Das ist geil, Alter! Ah, Behindertenparkplatz! Was ist hier los? Tobi, was ist das? Wie kann ich hier loslassen? Ach so. Aber wie kriegt man. Achso, du musst ihn abbauen, glaube ich, jetzt, ne? Nein, ich krieg das hin! Ach, dann die Beine, Alter! Warte. Ich schaff das. So. Sieht man das? Alter, das sieht aus, als hättest du keine Füße. Alter, nee. Ich bin Breakdancer. Yo, Alter. Ding. Alter, wie das aussieht. Oh. Ja, ich glaube, du musst den auf. Ist da was drin in dem Wagen? Nee, ne? Nee, zum Glück nicht. Okay. Dann geht's ja. Ein Parkplatz mal hier so. Oben. Ah, schön. Schön. Ah. Ich mag Bugs in Spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ein großes Geheimnis, warum Far Cry so viel Spaß macht, Far Cry 5, sind einfach diese vielen verschiedenen Bugs auch teilweise, die auftauchen. Ich finde, das ist einfach, inzwischen ist das ja fast schon Spiele-Features geworden. Gut, ob das jetzt was ist, wo man stolz sein kann als Entwickler, weiß ich jetzt nicht. Boah, aber ja, ist egal, aber das macht trotzdem so viel Spaß. Also, wenn man das feiert irgendwie, wenn man nicht sagt, nee, Max, sondern wenn man das wirklich feiert, wenn du einfach, ich bin mit dem Auto gefahren, mit zwei Begleitungen, fahre so, erzähle so, plupp, ist plötzlich das Auto weg und die Begleitung, alles. Ich stehe allein auf der Straße, mitten in der Wildnis. So einfach, pfupp, so aus dem Nichts. Oder irgendwelche LKWs fliegen weg und ich weiß nicht, was alles. Und das ist alles so großartig, wenn man das feiern kann. Anfangs dachte ich so, und oh Gott, aber irgendwann, du kommst irgendwann an diesen Punkt, wo du denkst, Alter, ganz ehrlich, in diesem bekloppten Spiel, du kannst alles nur noch feiern, weil alles bescheuert ist. Ja, du musst es, glaube ich, auch feiern, weil wenn du es nicht feiern würdest, dann wäre das echt, dann wärst du sehr abgefuckt, glaube ich. Ja. Und so macht es dann echt wieder Spaß, wenn man das so ein bisschen zelebriert. Was natürlich wahrscheinlich nicht die Sende Sache war, aber ist egal. Ach, ein Träumchen. So, Blaubeeren-Samen kann ich schon mal ablegen. Bohnen tue ich mal 99 hier rein, weil die kann man auch einpflanzen. Können wir eh wieder abernten später. Und dann müssen wir ganz viel Bohnenkrams machen. So. Kann man denn hier irgendwie Stuffed Turkey Mixed Salad ist was? Hat Carbs und Vitamine. Ich muss mal ganz kurz gucken. Fruchtsalat hat sehr viele Vitamine. Das hier ist aber ausgewogener, ne? 6 Vitamine, 6 Carbs und noch Protein und Fett. Also mit Mixed Salat ist man immer gut dran. Aber dafür müssen wir noch anbauen. Okay. 6, 4, 6, das würde auch gehen. Bohnen, Heidelbeeren und Farn. Oh, das ist aber gut. Ich glaube, da können wir was starten. Okay, jetzt brauchen wir sehr viel Fahne. Wo willst du denn hinfahren? Huch. So, Reis müssen wir auch noch irgendwie anpflanzen. Reis? Obwohl, müssen wir eigentlich gar nicht. Müssen wir gar nichts. So. Wir sind unabhängig, Mann, in unserer Kommune hier. So. Ich könnte auch wieder, weißt du, ganz am Anfang habe ich einfach auf dem Lagerfeuer gebrutzelt und im Grunde genommen reicht das, glaube ich, sogar. Wenn man hier irgendwas hat, Carbs und Vitamine, die Boiled Shots sind super, Campfire Beans, was haben die? Keine Vitamine. Was haben wir denn? Charred Beet. Beet. Das Rhythm of the Beat. Hat alles weniger Kalorien, aber hat dafür auch alles viel weniger Aufwand. Also im Grunde genommen, die Fried Tomatoes waren, glaube ich, immer gut, ne? Ja, doch. Boah, Tomaten haben 7 Fett? Ach du Heilige. Und dieses Porridge hier. Das ist doch super. Wheat Porridge. 8 Carbs, 8 Vitamine. Dann brauchen wir nur noch irgendwas mit mehr Protein. Wie viel Kalorien hat das? 510. Weizen und Heidelbeeren. Was denn? Nichts. Ich habe gerade meinen Karren umgenommen. Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe meinen Karren umgenannt. Oh. Feier ich ein bisschen. Ich bin gespannt. Ich mache mal 39 Wheat Porridge einfach. Damit ich mal wieder ein bisschen Vitamine in den Körper kriege. Du auch, Tobi.
Du siehst halt auch, schon aus wie so ein Schlumpf. Ich habe hier noch nie auf Vitamine im Spiel geachtet, tatsächlich. Ja, aber das gibt mehr XP, ja, wobei weiß. Wir die eigentlich echt nicht nötig haben, weil wir so gut sind. Das ist das. Deswegen habe ich da wahrscheinlich auch nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich. Soll ich mal 100 nochmal von denen? Dauert nur eine Minute, geil. So. Gut, ich muss auch den Boden in dem Zimmer machen und ich würde auch gerne noch die Steine weitermachen, tatsächlich. Das wäre irgendwie schön. Mein Haus ist ja angebunden, Tobis Haus müssen wir noch anbinden, das würde ich noch gerne machen mit den Steinen. Dafür fahre ich mal ganz kurz auf die Plattform, hier auf die Beladeplattform. So. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier ein bisschen nach oben kriegen. Ich dachte gerade, was ist das für ein Geräusch, aber das ist die Fleischtheke, die hier so sehr laut rüber dröhnt. Was? Also du hast Feuer in deinem Haus. Ja, das muss aber. Einfach mal ein Lagerfeuer, kein Ding. Ja, ach, so egal. Ist das dein Baumzimmer dann ehemaliges? Ist das der Baum? Ja, das Lagerfeuer ist der Baum. Nee, aber ganz ehrlich, da kann man halt gute Sachen dran machen. An diesem Lagerfeuer. So, hast du schon Sachen in deinem Karren? In meinem? In dem großen? Ja, oder ist da noch Platz frei? Der ist gerade voll mit Steinen. Was wolltest du da reinpacken? Okay, ich wollte ja ein Smelting-Dings geben. Den kannst du doch eh nicht da reinpacken. Den musst du mir doch hier in die Kiste legen. Achso, ja gut. Stimmt, das kann ich auch mal. Ja, warte. Ja. Dankeschön. Telefon. Ah, geil. Advanced Smelting. Hast du schon eine neue Bibliothek, sag mal? Ja, ich habe noch ein paar Regale hingeballert. Sehr gut. Kannst du da irgendwo reinprummeln. So, nice. Tobi, ich werde jetzt deinen Weg malträtieren. So. Das Problem ist, auf dem Teil des Weges ist jetzt der Baum gewachsen, da komme ich halt nicht durch. Da müsste ich den Baum eventuell später wegmachen und dann wächst er bestimmt wieder ein neuer. So. Da. Tada. Die Erde reicht schon. Das ist ja unfassbar. Skill. Schweinerei, Tobi. Schweinerei. Ja. So, okay. Also Weg. Wump, 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 wump. So. So. Da. Das mit den Skillpoints ist ein bisschen übertrieben. Ja, gut, aber das, wie gesagt, wir sind noch unter der Entwicklerempfehlung, also für zwei Personen. Also im Grunde genommen. Ja, gut, es ist halt auch im Let's Play. Ich meine, wir wollen ja auch nicht 400 Folgen hier sitzen und warten, bis wir endlich das nächste Ding skillen können, ne? Ganz ehrlich, das will ja keiner. Ja, das ist richtig. Können eh glücklich sein, dass das überhaupt noch jemand guckt. Ja, das sowieso. Du darfst ja heute auch keine Let's Plays mehr machen, die über, sagen wir mal, 10 Folgen haben. Das lohnt sich aber nicht mehr. Nee. Am besten 10 Folgen für Far Cry 5, mehr brauchst du nicht. Den Rest schneidest du einfach zusammen. Richtig. Ja, ole, geil. Fertig. So. Das ist echt so. Das ist, heutzutage ist ja klassische Let's Plays ist ja nicht mehr so. Du brauchst ja eine Montage. So, muss alles nur noch Montage sein. Und dann, ja, warte mal, wie der, da gibt sich wenigstens Mühe. Nein, das ist eine Montage. So. Die Schnitte sind vielleicht Mühe geben, ja, aber sonst ist das für mich eigentlich eher, weiß ich nicht. Man verkürzt das Let's Play auf sich um sich selbst zu feiern, seine eigenen Highlights genau, und natürlich seine festen Sprüche. So, ja. Und ganz ehrlich, ich bin noch nicht hier, um mich zu feiern. Ganz ehrlich. Ich weiß, dass ich geil bin. Ja, eben, das ist es ja. Das ist es ja, verstehst du? Es stand ja auch bei mir im Poesie-Album. Da hat meine Mutter reingeschrieben. So, warte. Ich mache jetzt nochmal zwei hier hin. So. Willst du auch einen Dreierweg? Ah, nee, Dreierweg geht nicht, weil du hast so ein Auf. Privat! Alter. Guck dir den Namen von dem kleinen Karren an. Mercedes-Benz C63 AMG. Tesla Modell 3 Early Access. Ganz ehrlich. Ja, Early Access wegen Holz, Alter. So sah der Tesla früher aus. Was ist mit dem Jungen, Alter? Da hieß er noch Hessler. So, ich hole mal kurz eine Steinrampe für dich, Tobi. Geil.
Aus meiner Pizzeria Luigi. Vielleicht muss ich auch privat draufschreiben. Ja, privat Parkplatz, Mann. So, hier, warte. Dass sich da kein anderer hinstellt. So. Bitteschön. Oder weißt du? Nee, dann mach ich nicht. Ich mach hier, Achso, geht nicht? Wie geht das? Ah, leck mich doch am Zückerli. So, passt wahrscheinlich nicht hin. Oh doch! Iron Pipe? Sag mir nicht, du machst gerade den Motor. Tobi? Hm, was denn? Machst du gerade den Motor? Das Auto. Nee. Geil, Alter, geil. Vielleicht. Ah ja, wollte ich vorhin noch erzählen. Ich war letztens wieder bei Kollegen da auf dem Server, wo ich ja letztens da auch eingerichtet hatte. Und Alter, sind die weit gekommen mittlerweile. Die haben schon Ölraffinerien und Fahrzeuge und Alter. Ja, das ist das Problem, weil wir liefern im Schnitt, also na gut, abgesehen von einigen extremen Ausschlägen an Folgen, aber wir haben im Schnitt halt immer nur so halbe Stunde am Tag. Das zieht sich halt. Let's Plays ziehen sich. Das ist der große Haken an Let's Play. Man muss sich die Zeit nehmen und man muss auch wissen, dass es halt alles etwas länger dauert als im normalen Spielverlauf oder in Streams, wo halt alles sehr schnell geht. Das muss man wissen, Tobi. Aber das berücksichtigt heutzutage niemand mehr. Was denn? Tobi, was denn? Was denn, Tobi? Professor X, Schule für Begabte, Alter, ernsthaft? Ja und? Hast du was gegen Behinderte? Oder Mutanten, wie Leute wie du sie nennen? Roll. Was denn? Die heißen bei X-Men, werden die Mutanten genannt, weil die quasi eine, ist ja keine Behinderung, es ist ja ein Fehler, in Anführungszeichen, im Genom. Mutanten. Hm? Ja, Leute wie du, Tobi, Leute wie du. Ja, deswegen, ganz sicher, deswegen führe ich Krieg gegen die Menschen. Ja, das ist mir noch nie in den Sinn gekommen, Alter. Mutanten. So was denn? Oh, das ist schon... Puh. Aber ganz ehrlich, wie nennt man denn sowas? Huch, hier fehlt der Erde. Wie nennt man denn sowas, wenn zum Beispiel in Tschernobyl, ne, da ist der Reaktor hochgegangen und dann waren ja teilweise auch Missbildungen bei Tieren. Das nennt sich Mutationen. Mhm. Oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ergo sind diese Tiere, die da rumlaufen, wie würde man sie nennen, folgerichtig? Mutationsträger? Mutanten. Warum ist das so ein Schimpfwort? Weiß ich, für mich ist das kein Schimpfwort. Ich bin da auch so ein bisschen so, komisch. Komisch, finde ich das ein bisschen, weißt du, und dann denke ich halt immer an die armen X-Men, die dann auch immer Mutanten genannt werden, aber im Grunde genommen sind die ja evoluiert. Verstehst du? So. Und ganz ehrlich, wenn wir mal wirklich Hand aufs Herz, also das ist jetzt natürlich klar, wir besprechen Themen immer so halb ernst mit einem Zwinger-Smiley und so, aber wenn man mal guckt, so Leute, die ihre Beine verloren haben, ne, und die kriegen dann, ich weiß, ich rede immer von Bionen und Füßen und sowas, aber ne, die kriegen dann so Beine, die schon auf die Denkmuster reagieren quasi teilweise, ne, oder generell so Sachen, die auf Denkmuster reagieren, das ist für mich ein Schritt, also ist für mich ein Evolutionsschritt. Hört sich jetzt doof an, natürlich, weil die Beine verliert niemand gerne, klar. Aber so künstliche Gliedmaßen, die dann wiederum auf Gehirnwellen reagieren und so weiter, ich halte das durchaus für ein Stück Evolution. So. Ich stelle die These mal in den Raum. Ja, wie siehst du das, Tobi? Ja, bin ich voll bei dir. Also, ne? Also das ist halt ein schwieriges Thema, weil du kannst halt, ne, also wenn du drüber redest, es wird halt immer gerne falsch gesehen oder ne, man ist immer sehr übervorsichtig bei dem Thema, man darf ja nichts Falsches sagen, dann bist du ja sofort in der falschen Ecke. Aber generell, ich finde das faszinierend und irgendwann künstliches Herz, künstliche Augen, dies, das, jenes, solches, ganz ehrlich, ich finde das immens krass. Und irgendwann ist es halt wie in diesen ganzen Shadowrun-Geschichten oder sowas, da kannst du halt wirklich deine Körperteile einfach austauschen. Du holst ja bessere Augen mit Zoom oder sonst irgendwas. Und deswegen ist das für mich auch so ein bisschen Evolution. Mensch und Technik vereinen sich. Macht mir ein bisschen Angst, aber ich bin trotzdem neugierig. Da kann ich auch ganz ehrlich die Dings Deus Ex, Human Revolution und so, kann ich da sehr empfehlen. Da geht es ja auch um diese Augmented-Geschichten und so.
spannendes Thema. Darf man aber auch noch nicht so unter den Tisch kehren. Und deswegen, das kann man ja ruhig verknüpfen irgendwie mit diesem, eingeschränkte Menschen, die dann quasi mit, nicht übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet werden. Das ist auch noch nicht Six-Million-Dollar-Man, das kommt, ist aber gar nicht so fern. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Also wie gesagt, ich habe das mal im Stream, habe ich mal meine Witzchen drüber gemacht und Leute mal, ich hätte ja mal mit deinen Füßen. Aber ganz ehrlich, das hat nichts mit Fußfetischismus zu tun. Ich finde Füße halt nicht geil und nicht schön. So, möchte ich nochmal ganz kurz klarstellen. Aber ich finde, Füße sind halt, die taugen nicht zu viel. Ne? Also du gehst einfach nur auf denen. Und deswegen, die Füße sind, glaube ich, der erste Körperteil, wo ich sagen würde, alles klar, würde ich austauschen. Stell mal vor, du hast aber Gamescom einfach bionische Füße, du hast nie wieder Probleme, lange irgendwo rumzustehen oder sonst irgendwas. Kann mir auch vorstellen, dass Kassierer oder Leute, die jetzt irgendwie in Kaufhäusern arbeiten oder generell in Berufen, wo man halt sehr viel steht, dass sie dann auch sagen, boah, ja, bionische Füße, oh, Lebensretter. Einfach mit den Schuhen die Füße wechseln, das wär's. Ja, abends mal die Füße ausziehen. Ja. Gut, das wird schwierig, weil auf den Stumpen kommst du wahrscheinlich nicht weit. Aber interessant. Ich finde das Thema an sich sehr interessant. Sag mal ein anderes Thema. Ja. Warum hängt unser Ofen? Unser Ofen hängt? Ja. Ich guck gleich mal. Ich habe den Steinstraße gebaut. Geil. Ich guck gleich mal. Okay. Warte mal. Warte. Hier habe ich wieder Erde dabei. Was ist mit dem Ofen? Da steht zwar unten Projects und da steht Time 100%, Resource 100%, aber du kannst nichts machen. Du kannst nichts rausholen, du kannst nichts canceln, es geht gar nichts mehr. I had the time. Die Kiste ist ja angeschlossen hier, die Schatztruhe-Dingens. Also es kann da ja eigentlich, wenn da irgendwas fertig ist, einfach reingeballert werden. Bei mir ist die nicht angeschlossen, die ist abgeschlossen bei mir. Ich packe die mal nach oben. Hä, echt? Und schließ die mal an. Jetzt ist die Truhe. Alter, wir haben viele Sachen. Boah, geil. Guck mal, wie viel Eisen und Gold wir haben, Mann. Ja. Ja. Aber hä, wieso? Hä, voll der Anzeigefehler. Was, ja, die waren nicht angeschlossen. Scheiß. Ich weiß nicht genau, warum. Keine Ahnung. Was mich jetzt aber interessiert, ich schau mal auf die Luftverschmutzung. Die müsste jetzt, die wird jetzt gleich wieder hochgehen. Minimal, Tobi. Die ist ja, warte mal, wenn ich gleich das Loch oben aufmache. Geil, Tobi macht sein Loch oben auf, alle sind gespannt und halten die Luft an, im wahrsten Sinne. Wenn der Tobi sein Loch aufmacht. Ist das hier? Yo. Und da kommt der Schmock raus, Alter, yo. Was gibst du den Kindern zu essen, Tobi? Tut mir leid. Das sammelt sich unten, oder wie? Und ja, dann, genau. Und dann macht man auf und lüftet den Kamin, oder wie läuft das? Jetzt muss ich den Kamin gerade belüften. Ich will da so ein Pipe drüber bauen, aber jetzt finde ich das Scheißding wieder nicht. Ach, aber wir haben die Air Pollution von vorhin nochmal sagenhaft schnell abgebaut. Ist das durch die Bäume hier nebenan? Das könnte gut sein, ich weiß es nicht. Dass wir hier einen natürlichen Filter gebaut haben in unserer weisen Voraussicht. Guck mal jetzt nach der Air Pollution gerade bitte. Hm? Ja, bei mir ist ja momentan dunkel, also lila. Oh, okay. Ich beobachte das mal ganz kurz ein bisschen. Ist das okay, warte, muss ich ein bisschen rausscrollen. Kann ich hier vielleicht Cooking, Crafting, Research, ich weiß ja, wo was ist. So. Was ist denn das da? Ist das jetzt... Ja. Was denn? Also bei mir steigt keine Air Pollution. Okay. Ja, sehr gut. Ja, Alter, wir sind natürlich richtig Ökologen auch. Na, Logen-Ökologen. Das ist unser Motto. Aber durch und durch auch Ökologen. Ja, richtig. Und natürlich auch Gyn-Ökologen. Was? Ich weiß es doch auch nicht, Tobi. Ich rede doch mehr, als ich Ahnung habe. So, 5. Ah, okay. Wir haben 1500 Kilo in der Karre. Mann, jetzt komme ich nicht auf den Namen vom dicken Nachbarn. Rainer Kallmund. Einmal Rainer Kallmund Taxifahrt. Was? Lieber Rainer, ich weiß, du guckst zu. Nimm's bitte nicht so. Nimm's mir nicht übel. Der Rainer folgt mir tatsächlich auf Twitter. Ja, mir auch. Und ich weiß nicht, warum. Ach, voll cool. Da bestimmt ist es irgendein Manager gewesen, der hier einfach auf Folgen gedrückt hat. Ja, aber warum Let's Playern? Das ist so komisch. Ich hatte ihn halt mal in Horror-Let's Plays, hatte ich mal eingebaut im Best of von Daylight. So als dicken Nachbarn oben.
Da habe ich gesehen, dass sie mir auf Twitter folgen, dachte so, oh, so, weißt du, aber ist ja nichts böse gemeint. Nee, gar nicht. Und ich glaube, der Rainer Kalle, der Rainer, der kann auch mal einen Witz verkraften. Ach bestimmt, der macht selber immer Witze. Eben. Das ist auch ein lustiger. So. Aber er darf sich auch gerne revanchieren, hätte ich gar nichts gegen. Nur, dass uns keiner kennen wird in seinem Dunstkreis. Weil der ist ja halt wirklich prominent im Gegensatz zu uns. Tobi, das war jetzt nicht persönlich gemeint. Bitte nicht weinen. Nee, ich bin gerade schon sehr, Bist du gekränkt einfach? Ja. Ich dachte halt so, weißt du... Nee. Du hast ja auch deine Let's Plays bei den Oscars angemeldet. Selber, ja. Können Sie mich mit reinnehmen? Zur Berücksichtigung der Jury einfach so. Spielst du dann ja noch Fallout? Ja, jetzt wieder tatsächlich. Ich hatte Ja, wollte ich gerade fragen. Machst du bei dir immer lange Pausen bei den Let's Plays generell? Weil manchmal sehe ich Projekte einmal wieder aufblitzen plötzlich. Ja. Bei manchen Sachen so, die irgendwie... Ja, man muss ja dazu sagen, so, wenn viel Stress ist, sag ich mal. Mhm. Und dann fallen halt die Projekte, die leider halt am wenigsten geklickt werden, das muss man so einfach sagen, leider nehmen runter. Okay. Das kann halt einfach mal passieren. Ja, mach doch einmal einen RPG-Channel. So. Wo dann alle 3 Jahre mal ein Projekt kommt, oder was? Ja, Mann. Aber ich hab mich festgelegt, ich werde, glaube ich, vor Skyrim noch Elex starten und das parallel zu Skyrim laufen lassen, einfach weil ich Bock drauf habe. Boah, ja, klar, mach einfach gleich 2 Rollenspiele, das wäre groß. Ja, aber dafür halt nur halbe Stunde Folgen, das heißt pro Tag 1 Stunde Roleplay. Geht ja auch klar. Und als parallel, dass man da auch immer gut mitkommt. Als ob du Skyrim-Folgen nur mit 1/2 Stunde raushaust, also ich bitte dich. Ja, ich muss, Tobi, sonst schaffe ich das alles nicht mehr parallel. Ich krieg das sonst alles nicht mehr hin. Aber ich will diese Spiele ja auch erleben, weißt du, und sonst sitzt du da und denkst, ja, irgendwann will ich aber auch. Und jetzt ist Skyrim halt schon 50 Jahre alt plötzlich. Ja, aber glaub mir, das wird gefeiert werden. Fuck. Was? Ach, nichts. Mir ist gerade der Karren hier runtergefallen. Naja. Jetzt muss ich da... Ja, ist egal. Kriege ich hin. Wieso? Kann ich das eigentlich jetzt hier in den Karren reinpacken schon? Linked Inventories? Ist der nicht in der Nähe? Kann ich ihn hier in die Nähe fahren? Ah, der ist noch da oben. Kann ich ihn in die Nähe fahren und dann kann ich ja schon mal reinpacken? So. Ja, das geht. Super geht das. Hier, Spitze. Flups. So. Kann ich hier direkt schon mal Erde rausgraben. So. Grab her by the pussy. Du musst das Herz einer Frau über ihre Katze erobern. So. Das ist ein tierlieber Spruch. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf kam. Hier stand von Donald, Grab. Ne? So, ja, von Donald. Donald J. Duck. Sieh ich mir gerade so eine Doku rein übrigens. Auf Netflix gibt es eine geile Donald Trump Doku. Ja, die ist geil. Ich kenne die. Ich habe die schon gesehen. Ich hab das jetzt als eine Folge. Irgendwie gestern war ja Geburtstag. Und das Problem ist, mein Biorhythmus ist so verkackt, dass alle relativ früh so um 2 schlafen gegangen sind und ich war halt noch wach. So, und dann habe ich mir aber noch diese Doku reingepfiffen, einfach so ein bisschen zum Abschalten. Alter, die ist mega interessant. Die Netflix-Dokus allgemein sind mega geil. Ich liebe sie. Ja, und der Donald, muss man einfach sagen, war früher auch noch gar kein hässlicher Mann oder so, ne? Das war noch, und ich glaube auch so im Schatten seines Vaters und bla bla bla. Vieles, was man so dachte, so von wegen, dass er immer die Schande seines Vaters war, pipapo, stimmt ja im Endeffekt gar nicht. Aber dass er schon relativ früh ein Arschloch war, ne? Also so ein Kapitalist, also richtig Kapitalist halt, ohne Ende. Mhm. So, wir verklagen New York und bla bla bla. Und dieser Anwalt, vor dem habe ich Angst. Wenn ich ihn nur sehe, ja, habe ich Angst vor dem. Ja. Alter, jedes Bild, auf dem der ist, ist so ein Bild, wo der deine Seele klaut, glaube ich. So, das weiß ich nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der Donald vorher noch so ein bisschen idealistischer war und dann dieser Anwalt, ich glaube, da kam dann viel zusammen. So mit Macht und Regeln und bla bla bla. Ich weiß es nicht. Es sind natürlich nur Vermutungen. Intern weiß man das natürlich gar nicht. So. Aber ich finde das super interessant. Ja, auf jeden Fall. Alles mal auch ganz objektiv gesehen, ne? Es sind ja nicht nur irgendwie Trump-Gegner, die da interviewt werden, sondern generell Wegbegleiter über die Jahre. Und da erfährt man halt schon so einiges, wo man sich denkt so, okay, ja gut, aha.
Und einiges deckt sich halt mit dem. Und du siehst halt auch über den Lauf der Dokumentation, siehst du halt langsam, wie sich seine Mimik verändert auch. Ne? Und die Gespräche sich verändern und auch die Äußerungen sich verändern. Das merkt man tatsächlich schon. Da kann ich auch nur tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Donald Trump-Doku, weil ja alle immer so geschockt sind, so, oh, warum hat Amerika Trump gewählt? Oh. Kann ich auch im Zusammenhang dazu, wenn man sich die Trump-Doku anguckt, auch nur Flint Town sehr empfehlen. Das ist so eine. Was ist Flint Town? Flint Town ist eine Stadt in den USA, nahe Michigan. Ja. Und das ist die Stadt mit den schlimmsten, also teilweise wirklich mit den schlimmsten, also ist eine der gefährlichsten Städte Amerikas. Schlimmer als Detroit? Ja, tatsächlich. Echt? Wow. Ja, also es ist, ich glaube, oder liegt das sogar bei Detroit? Entweder war es Detroit. Ne, ist ja Michigan. Michigan ist ja Detroit, ne? Ah, oh, okay, ja, ich. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das Flint Town da halt die Ecke, es ist ja alles das Gleiche. Und die haben tatsächlich so, das ist voll krass, diese Stadt, die haben irgendwie das Wasser umgekappt gehabt. Wer ist? Auf so eine natürliche Quelle, die sich da irgendwo in der Gegend befindet. Und die Rohre waren aber irgendwie mit Quecksilber und was weiß ich was nicht alles verseucht. Und dieses Flint Town hat seit über 2 Jahren mittlerweile kein fließendes Wasser mehr aus dem Hahn, weil das Wasser einfach komplett verseucht ist. Okay, übrigens eine neue Vivaldi-Version ist verfügbar. Was haben die? Was, seit wie vielen Jahren haben die kein Wasser mehr? Die haben seit über 2 Jahren kein fließendes Wasser mehr. Und Alter. Das Problem ist, dass die ganzen Behörden und sowas halt mittlerweile abbauen. Und Flint Town geht halt um das Polizeirevier, das dort ist. Und zeigt halt einfach mal so ein bisschen, was da genau passiert. Alter, ich würde da niemals arbeiten wollen, ganz ehrlich. Ja, also, das ist richtig krass. Und dann war halt dieser eine neue Polizeichef und so. Ich will nicht zu viel spoilern, aber man muss sich das wirklich mal angucken. Und dann kommt Hillary Clinton dahin, macht Wahlkampf und will noch sagen, dass der Polizei noch mehr Gelder und noch mehr Leute abgezogen werden, weil sie woanders das sparen müssen, dass das Geld woanders da reinkommt. Und Donald Trump ist halt, und das weiß man ja, dass Donald Trump für die Polizei von Amerika quasi ist. Also der ist ja absolut nicht der Gegner von Polizeigewalt, sondern eher noch dafür. Okay. Und deswegen hat fast ganz Flint Town eben Donald Trump gewählt. Einfach wegen der Polizei. Aber ganz ehrlich, ist da was passiert in Flint Town? Also seit der Ära Donald Trump, sagen wir mal? Das weiß ich leider nicht. Das war 2016, 2015, 2016, wo die da gefilmt haben. Ich bin mal auf Staffel 2 gespannt. Sehr gespannt sogar. Aber ich wüsste sehr krasse Doku. Ich wüsste nicht, dass es irgendwo mal thematisiert wurde. Sehr krasse Doku. Nee, es ist aber tatsächlich alles real. Also ist nicht, ich habe da auch gegoogelt und so. Flint Town, das ist wirklich so. Wow. Tatsächlich, also es ist ziemlich krass. Ist ziemlich krasse Doku, 6 oder 7 oder 8 Folgen oder so, kann man sich geben, richtig gut. Und dann versteht man auch mal so den Hintergrund, was in Amerika eigentlich los ist. Man sieht ja immer nur New York und Kalifornien und alles schön, alles toll, aber so geil ist es da gar nicht. Ist schon krass. Ist schon ziemlich krass. Nice. Da will man ja auch hin, einfach. Ja, das ist auf jeden Fall. Nette Gegend. Apropos, wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Ja. Ich sehe schon. Ich überlege gerade nur ganz kurz, ob ich Baked Meat mache oder Baked Roast. Pass auf, Baked Meat hat nur Protein und Fett, dafür aber viel. Beides. Und 600 Kalorien. Und Baked Roast hat 2 Carbs, 10 Protein, 7 Fett, 5 Vitamine. Aber ich glaube, Baked Meat ist viel günstiger in der Herstellung und viel einfacher. Und wenn man das einfach... Oh Gott. Wenn man das einfach zusammen mit ein bisschen Salat oder irgendwas frisst, ich glaube, dann kriegt man die meisten, also kriegt man viele XP. Bin ich mir fast sicher. Also dann vereinfacht man das Ganze ein bisschen. Und ganz ehrlich, wir müssen es nicht perfektionieren hier. Nein. Also XP haben wir ja sowieso keine Probleme. Eben. Ich mach mal ganz kurz, wie viel Fleisch haben wir? Raw Meat 60. Dann mache ich mal 60 Baked Meat. Das dauert eine Stunde, ist also in 2 Folgen fertig. Go. Und geil. Baked Roast kann ich dann auch machen. Cool. So, da geht der Ofen zu. Ich mag die Animation hier. Ja, das stimmt. Jetzt hat man hier auch den Ofentimer. Hör mal, tick-tack. Ach, der geht auch wieder auf. Alter, das... Und da macht sich Brot. Das ist so süß gemacht einfach. Und gleich geht's wieder zu. Flups. Da geht's wieder auf. Und gleich geht's wieder zu. Kleine Brote rein. Und Klappe zu. Und oben Klappe zu. Das ist so süß, Tobi. Ist geil gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr geil gemacht. Ja, ich meine natürlich, das ist richtig männlich. Das ist richtig, wow. Also männlicher Ofen. Hey, Brot. Brot, Alter. Geil, Alter. Da fehlen noch Haare auf dem Ofen. Geil, Alter. So. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge oder was? Ja, Sigi. Alles klar, und Flint Town notiere ich mir mal. Ja, mach das mal. Alles klar, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.